Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play City Skylines. Wir haben jetzt hier die Gebiete soweit aufgelöst. Dann können wir die jetzt auch wieder neu verteilen. Die hier im Mittelfeld. Wird zwar einen Moment dauern, bis sich das dort alles wieder eingependelt hat. Aber ich hoffe, dass das dann auch funktioniert. So wie ich mir das erhoffe. Aber ich erhoffe mir hier ja sehr viel, was ja teilweise nicht immer klappt. So. Schön wieder aufpassen, nichts übersehen. So, dürfte jetzt da eigentlich alles sein. Klein nur sehen. Dürfte jetzt hoffentlich den entsprechen. So, hier vorne ist alles noch gering besiedelt. Das werden wir auch so wieder ausbauen. Jawohl, das haben wir. Dann brauchen wir Gewerbegebiete. So kann aber das Spiel erstmal normal weiterlaufen. Die werden wir hier hinten alle ansiedeln. Wir brauchen dann noch ein bisschen Straße. Das Gewerbegebiet kann ja direkt... Lohnt sich das hier überhaupt noch? Nein, eigentlich nicht wirklich, ne? Gewerbegebiet kann dann ja dort direkt an der Autobahn platziert werden. Das ist ja völlig unerheblich. Die können mit dem Krach ruhig klarkommen. Zack, 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 zack. So. Da machen wir gering besiedeltes nachher. Ja, wir wollen ja hier auch noch ein paar gering besiedelte Gebiete haben. Sind wir zumindest erstmal da so weit. Können wir da auch noch was reinsetzen. Wir haben auch noch eine große Industrienachfrage. Unser Forstgebiet hier hinten ist ja fast beinahe ausgereizt. Wie viele Studenten haben wir denn eigentlich? 1400 von 5600. Ne? Das geht ja noch. Das geht noch. So, dann braucht man noch eine kleine Straße. Die Fälle zu steil. Ja, passt doch. Ganz so hatte ich mir das jetzt nicht gedacht, aber so in diese Richtung geht's. Ob das aufgeht, was ich mir hier wildes denke. Fälle zu steil. Dann nehmen wir das da nochmal raus. Wird es ja da sowieso starten. Zack. Zack. Gehst du da rüber, so knapp wie nur möglich. Und Bild runter. Ach, erzähl doch nicht. Gefälle zu steil. Wieso ist das Gefälle zu steil? Ich muss doch nur noch da die Kurve ranbauen. Gefälle zu steil. Wieso ist das Gefälle zu steil? Kann ich da eventuell gleich mit hochziehen müssen? Vorne rein dort in die Richtung bekommen hätte. Ja, passt doch.
Geht doch. Sehr schön. Ja, schön ist relativ, aber so ungefähr hatte ich mir das gedacht, ja. Da kann man jetzt nicht nochmal eine Kurve reinsetzen, ne? Eigentlich sehr schade. Okay, dann kommt da halt keine Kurve mehr rein. Hier haben wir zumindest da auch noch was in die Mitte gesetzt. So, nichtsdestotrotz müssen wir uns ein bisschen um Industrie noch kümmern. Das heißt, wir brauchen die ersten. Was heißt die ersten? Weitere Büro-Räumlichkeiten. Wir brauchen ja eine Grenze hier zu der Hauptverkehrsstraße. Entsprechend, wenn wir hier in diese Reihe Büroräume reinsetzen. So. Damit das Ganze aber auch vernünftig aussieht. Es ist, wenn du hier nicht Pause drückst und das machst, hast du verloren. Dann basteln die sich sofort dort wieder rein. So, bis dahin. Das wird schon mal dicht besiedeltes Wohngebiet. So, haben wir dieses. Es wird noch mehr Gewerbegebiet angefragt. Können wir weiterlaufen? Zack, 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 zack. So. Es dürfte eure Not hoffentlich ein wenig lindern. Und eure Anfragen. Ja, scheinbar nicht. Dann brauchen wir noch mehr. Machen wir auch prompt. Ach, bei der Klinge, wir müssen gleich nochmal gucken, wie das jetzt eigentlich aussieht mit Friedhof, Entsorgung und all so ein Gelumpe. Da unten noch ein Fleckchen? Nein, ist kein Fleckchen mehr. So, dann habt ihr hier auf jeden Fall. Da möchte ich jetzt eigentlich nichts reinsetzen hier an diesen beiden Stellen. Was hier direkt abgeht zur Autobahn. Das wäre ja auch ein bisschen sinnfrei. Dann holen wir uns hier, wenn die hier angeliefert werden oder sonst irgendwas, nur unnötig Probleme ins System. Wir brauchen immer noch neue Industrie. Wir können auch auf jeden Fall noch ein Stückchen normale Industrie bauen. So, ihr habt ja hier Wohnverschmutzung. Noch mal ein Stückchen hoch. Zack. So, seid ihr da? Schon wieder fast ein Stück zu hoch, aber ich will da die Kreuzung auch nicht zu dicht setzen. Dann machen wir es lieber so rum. Und da wieder zurück. Dann können wir da nämlich auch noch etwas schmutzige Industrie reinhämmern. Ja, wir brauchen hier auch hergestellte Waren. Du gehst bis dahin, bis da oben. Ja, ganz so weit wollte ich es nicht haben. Ja, dann warten wir da erstmal noch. Müssen aber erst gucken, wie sich das jetzt gebietstechnisch weiterentwickelt. Dann sehe ich gerade, hier fehlt es noch. Warum auch immer. So. Löst aber immer noch nicht unser Stauproblem hier hinten. Das Stauproblem wird immer größer. Ich bin echt am Überlegen, hier das alles nochmal wegzunehmen und dann hier auch einen Kreisverkehr reinzuzimmern. Auch wenn die Dinger vergleichsweise groß sind. Würde aber zumindest die Problematik hier zum Teil lösen. Ich zumindest. Wir haben jetzt 32.000 auf dem Konto. Weitere Gewerbegebiete werden angefragt. Dann können wir ja hier hinten auch nochmal Straße etwas. Wie ist denn das jetzt hier mit dem Strom? Kommt ihr da hinten ran? Nein, das reicht nicht. Das heißt, wir müssen hier erst noch ein bisschen was ausbauen.
So, den Strom erstmal anders leiten. So. Dann können wir nämlich das kleine Schlüpselchen hier abreißen. Und große Stadt. Wir können jetzt Krematorium und eine Wasseraufbereitungsanlage bauen. Ja, das ist doch hervorragend. Das ist doch hervorragend. Zack. Ja, ich glaube, das war zu dicht. Das war zu dicht. Selbe Spielchen. Seht ihr mir immer, das Gefälle ist zu steil. Das ist der Hammer. Der absolute Hammer. So, dann können wir hier drüben auch hin. Hier kann man ja nochmal eine kleine Kreuzung reinbasteln. Das ist ja nicht ganz so dramatisch. So, dann haben wir da nämlich auch ausgefüllt. Dann können wir dort auch noch ein bisschen Gewerbe reinhämmern. Da könnte man eigentlich in den Mittelkreis ein geringes Gewerbegebiet hinsetzen. Und dann hier an den Rand nochmal und dann... Eieieiei. Hier müssen wir ganz dringend ab. Hilfe schaffen, das hilft alles nichts. So, stopp. So. Wie sieht es eigentlich aus hier mit unserem Friedhof? Aber wir füllen uns langsam. Das heißt, wir könnten langsam aber sicher auch ein Krematorium gebrauchen. Aber zuerst kümmern wir uns mal hier um unser... doch sehr groß geratenes Problem. Weg damit, weg damit, weg, 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 weg. So, ihr müsst auch erstmal weichen. Die Straße hier muss weichen. So. Kreisverkehr, Kreisverkehr. Doch, Alter, ist der groß. Müssen wir ja die Hälfte des Gebietes hier wieder abreißen. Der Ort ist bereits belegt. Das heißt, wir müssen ja hier wirklich jede gottverdammte Straße in ihrem Umfeld entfernen. Eine ganz schöne, Aktion hier mit dem ganzen Umgebaue. Ja, fast umsonst. So. Passt der Herr Kreisverkehr jetzt rein? Ja, er passt rein. Aber nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle. Der Ort ist belegt. Steht hier noch irgendein wichtiges Gebäude oder was? Hier geht's nicht. So. Hack, Leute. Da, guck da, ja. Jetzt seid ihr alle glücklich, ne? So. Nachdem wir jetzt die Bewohner hier begeistert haben, müssen wir nur noch gucken. Das ist die Abfahrt, ne? Okay, das ist die Abfahrt. Okay. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall das Stück wegnehmen und können da von vornherein mit der Autobahn ranbauen. So. Das Stück können wir auch wegnehmen. Denn auch hier können wir ja direkt mit der Autobahn ranbauen. Nur nicht zu dicht. Wir müssen ja noch eine andere Kreuzung damit reinbekommen.
Zack. So. Dann haben wir da ein bisschen Abstand. Und dann kannst du von da hoffentlich hier hin. So. In der großen Hoffnung, dass das nicht zu eng ist und sich das Ganze im Kreisverkehr etwas auflöst, im Wohlgefallen, dann braucht man noch hier wieder unsere Straßenanbindung. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Und da müssen wir etwas weiterziehen. Das ist mir sonst zu dicht als Kreuzung. So. Ja, haben wir da auch wieder halbwegs Straße noch mit dran. Dann kann man hier nochmal das Stückchen verlängern. Da jetzt noch rüber basteln, das klappt nicht, ne? Da noch mal in den Kreis wieder reinkommt. Ist da? So. So. Runter. Hier wieder. Elegante Kurve ziehen. Jawohl. Geht doch. So, dann haben wir da zumindest auch noch einen Anschluss. Sind da rüber gekommen. Ja. Dann haben wir hier hinten die Möglichkeit, nochmal eine Kreuzung zu ziehen. Und hier hinten noch die Straßen wieder anzubinden. Einmal so. Dann haben wir den Anschluss nämlich auch wieder hinbekommen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass hier hinten in dem Gebiet natürlich eine Hauptverkehrsstraße ist, was natürlich wieder sehr gesundheitsbelastend ist. Sehr ungünstig, sehr, sehr ungünstig. Aber das werden wir eventuell noch geregelt bekommen. Schauen wir mal. Jetzt lassen wir erstmal laufen, gucken, ob sich das überhaupt so entsprechend auswirkt. Das eine oder andere wird hier jetzt sowieso noch verschwinden. Jawohl. Kein Strom. Ihr habt kein Strom. Daran soll es ja nicht unbedingt scheitern. Du brauchst keinen Strom. Du kannst nämlich gehen. Tschüss. Du sollst ja hier weg. Nein. Gebiete, ist da überhaupt ausgeschrieben? Nö. Ist nichts mehr ausgeschrieben. Wie gesagt, du brauchst keinen Strom. Ihr kommt hier weg. Sind wir hier. So viel zum Thema, das erledigt sich dann. Jetzt fahren die alle hier rüber rein. Oh. Jetzt haben wir den Stau im Prinzip von hier hinten nur verlagert. Eine Lösung war es jetzt jedenfalls nicht.
Weiterlaufen lassen, rausnehmen, bisschen Speed, gucken, ob sich das jetzt ein bisschen mehr auflöst. Na, nicht wirklich. Wir wollen jetzt hier alle in die Stadt rein. Das ist sehr, sehr mies. Kommen alle von da. Verdammt. Es war diese schöne Idee. Auch wieder fast für ein Popo. Ja, wirklich verbessern tut es das ganze System jetzt natürlich nicht, ne? Also. Verdammt. Jetzt hatte ich mir das so schön überlegt und das bringt jetzt mal rein weg gar nichts. Das ist ja dann doch fast ein bisschen enttäuschend. Ein bisschen Abhilfe kann man vielleicht schaffen, wenn man hier hinten das noch mit anschließt, hier dieses Stückchen Straße. Ja, wenn man da Richtung... Wo fahren die denn überhaupt alle hin? So, du fährst da lang. Wir haben noch wieder eine unheimliche Nachfrage nach Industrie. So, habt ihr hier kein Wasser? Seid ihr wirklich da außerhalb? Ist ja wohl der Hammer. So. Das große Polizeihauptquartier fehlt doch, glaube ich, auch noch. Ja, jawohl, das fehlt uns auch noch. Das müssen wir also auch noch irgendwo mit reinzimmern. Schabing. Haben wir dieses auch mit drinne? Wie sieht es mit der Feuerwehr aus? Ja, das sieht ein bisschen knäpplig aus. Da ist ja eigentlich eine, das heißt, die müssten wir eigentlich an die Ecke hier verlegen. Muss die hier hinten rein. Wird auch ruhig zu beschweren. Und dann brauchen wir hier oben auch noch eine Feuerwehr. Sofern wir das Geld dafür haben. Ja, es fehlt noch ein bisschen was. 12.000. Wir sind hier bei 10.700. Wir haben jetzt gleich 15.000 Einwohner. Aber ich glaube, wir hatten auch schon mal mehr. Jetzt bloß ein Teil wieder verloren. Hinten ist auch einiges noch arg rot gefährdet im Industriegebiet. Da werden wir wohl auch noch eine Feuerwehr benötigen. Probleme über Probleme. So, haben wir die Feuerwehr zumindest schon mal. Dann sieht es da etwas besser aus. Jawohl. Können wir aus der Feuerwehr erstmal rausgehen. Dann können wir uns Gedanken machen über neues Industriegebiet. Ihr habt kein Wasser. Eine Feuerwehr ohne Wasser ist ja auch nicht schön. Dann brauchen wir auch noch Straße. Und das liebe Geld ist mal auch wieder reichlich knapp. So, einmal darüber bitte. 1800. Wir haben mal einmal Geld sorgen und das ist im wahrsten Sinne des Wortes immer. Na komm schon. So. Sehr gut. Und dann hätte ich hier gerne noch. Ich gehe mal davon aus, dass hier nicht so viele hinkommen. Hier noch ein Stückchen Straße.
So, dann haben wir das Gebiet auch halbwegs ausgenutzt. Wasser wird langsam eng, aber es reicht zumindest, um noch etwas Industrie auszuschreiben. So haben wir dieses Viertel dann auch gefüllt und danach werden wir uns noch mit Büroräumen beschäftigen. Dass wir hier nicht zu viel von dieser dreckigen Energie haben. Dreckige Industrie, nicht dreckige Energie. Energie ist auch dreckig, ja. Also zumindest die, die wir haben. Ja, es hat sich ein bisschen aufgelöst. Noch nicht ganz zufriedenstellend. Ich hoffe mal, dass wenn wir hier drüben noch einen Anschluss machen, dass es denn passt. Das können wir auch mal noch schnell machen. Ist er hier wirklich mit der, fahren wir mit der großen Straße weiter oder reicht erstmal die kleinere? Dann müssen wir da das Stückchen erstmal wegnehmen. Dann so da rein. In der Hoffnung, dass das passt. Dann werden wir hier wahrscheinlich das Stückchen aufwerten müssen. Ich hoffe, dass das jetzt ungefähr passt. So Pi mal Daumen zumindest. So, dann haben wir hier schon wieder Gebiete, die sich hier wild und hemmungslos zurechtbasteln, wo sie nicht sollen. Das ist ja im Moment alles noch nicht im Sinne des Erfinders. So, ihr habt hier vorne garantiert ein Lärmproblem. Ihr hier auch. Aber allen können wir nicht gerecht werden. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal unsere Gebiete erweitern. Und gucken, dass wir dann glückliche Bevölkerung haben. Bis dahin, tschüss und bye bye.